Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Spiel in einem ganz anderen Genre bis jetzt im Vergleich zu all meinen Spielen davor bis jetzt. Divinity Original Sin 2. Ein wunderschönes Rollenspiel, also auch ein wenig langatmig an manchen Sachen, aber mit einer wunderschönen Story, einer langen Charaktererstellung und all dem. Und deswegen konnte ich da einfach nicht Nein sagen, vor allem ich habe schon mal den Einser davon gezockt. Und dann dachte ich mir, hey, der 2er ist rausgekommen, das musst du spielen. Das 1er war schon so unglaublich geil. Und naja, wie es so üblich ist in einem Rollenspiel am Anfang, dürfen wir erstmal unseren Charakter erstellen. Also, wir haben hier am Anfang erstmal die Möglichkeit, unsere Rasse festzulegen. Also, ob wir ein mächtiger Zwerg sind, ein klassischer Elf. Naja, okay, eher klassischer Mensch. Und was haben wir noch? Die Echsen, das ist noch eine richtig schöne Rasse. Und seit dem neuesten Patch und sozusagen dem Release gibt es jede Version von den oben genannten gerade nochmal als untote Version. Ganz interessant, aber ich glaube tatsächlich, dass ich mit einem klassischen, mit einem wirklich klassischen normalen Mensch gehe. Wenn ich jetzt halt weiter scrolle, sind das nur Presets von verschiedenen Charakteren, die man auch später finden wird. Den ersten Arc habe ich im Early Access schon mal ein bisschen durchgespielt, aber da wurde ja auch einiges geändert, deswegen weiß ich tatsächlich echt wenig über dieses Spiel. So, als erstes müssen wir dann nochmal unser Spellset für den Anfang festlegen. Da haben wir einige verschiedene zur Auswahl. Und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was genau ich denn wählen möchte. Ich bin eigentlich gern so ein bisschen schurkenartig, aber Beschwörung und sowas finde ich in solchen Spielen auch immer sehr interessant. Gehen wir mal kurz in die Voreinstellung. Genau, da sehen wir es nochmal ein bisschen direkter. Warte, davor können wir mal unser Aussehen hier einstellen. Hautfarben, irgendwas Helles. Ja, das ist schon mal besser. Das Gesicht, das erste war eigentlich, ja, nehmen wir das da doch gleich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das erste war. Die Frisuren, naja, klassisch Rollenspiel, sehen irgendwie alle kacke aus. Haarfarbe, machen wir was Dunkles. Gesichtsextras, oh, so ein schöner Bart. Na, ich glaube, ich gehe tatsächlich ohne Bart. Ich mache so eine Art Jüngling, der sieht noch relativ jung aus. Greet the Reaper for me. Greet the Reaper for me. Ne, das ist nicht so meine Stimme. Meet your maker. Better luck next time. Oh, almost got me that time. Ja, die lustige Stimme, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Und jetzt natürlich das Wichtigste. Erstmal können wir uns jetzt halt hier unseren Charakter hier im Default erstellen. Das bedeutet hier einfach mal nur so das Preset, aber wir werden natürlich das nochmal anpassen auf alle Fälle. Und ich denke, da ich schon ein wenig in die Richtung Hexer oder Nekromant gehen möchte, wähle ich auch eins von beiden. Einfach, dass ich dafür eine passende Waffe hätte. Das hört sich eigentlich richtig geil an. Beschwören. Persönliches Elementar. Oh Gott, das hört sich zu cool an. Und jetzt können wir hier im Detail unseren Charakter nochmal ein bisschen einstellen. Wir switchen erstmal von diesen Zivilfertigkeiten, die irgendwie niemanden interessieren. Das können meine Begleiter dann haben. Switchen wir mal noch, wieso kann ich hier nur einen Punkt verteilen? Achso, ich kann zwei verteilen. Nee, einen. What? What? Eigentlich kann man hier immer zwei Punkte verteilen. Frechheit. Ich wurde um meine Punkte beklaut. Führung. Habe ich noch irgendwo einen Punkt hier drin, den ich gerade nicht sehe? Wo zur Hölle steht denn Führung? Ach, hier unten, ganz versteckt. Wow, ich bin einfach nur blind. Daran liegt es eindeutig. Boah, es gibt so viele verschiedene Stats, das ist der Wahnsinn. Okay, also, wie ich es gerade schon gesagt habe, ich möchte gern irgendwas beschwören. Einfach ein Target mehr auf dem Feld haben, ist absolut geil. Und, oder wirklich Schurke und Blutmagier. Ach Gott, ich kann mich nicht so hundertprozentig entscheiden. Vielleicht doch nicht Schurke und wirklich so Beschwörer, Nekromant, so eine Kombination aus den beiden. Das hört sich ein bisschen Overkill an. Vielleicht wirklich die Kombination, was beschwören und dann als Schurke hinlaufen. Okay, das hört sich nach einem sehr schnellen Tod an. Vielleicht auch eher ein bisschen in den Supportweg gehen. Dann wäre ich halt eigentlich übelst der Support da hinten. Das mag ich aber eigentlich auch nicht. Okay, wir nehmen mal Nekromant. Und als Zivilfähigkeiten nehmen wir jetzt halt noch, oh, so viel zur Auswahl. Das ist das, wie es im normalen Spiel im Endeffekt abläuft. Also Lehrmeister zum Beispiel, damit kann ich neue Items finden. Dieberei kann ich Leute beklauen, tauschen bekomme ich bessere Angebote. Als Glücksbringer erhöht sich mein Glück und überreden natürlich, wenn ich in Dialoge mit anderen Charakteren gehe, muss ich die auch erstmal davon überzeugen. Also das ist wirklich Pen and Paper, wenn euch das was sagt. Und ich wähle jetzt halt mal Lehrmeister, dann spiele ich ein bisschen den Supporter, aber nicht so übertrieben. Okay, bestätigen und unsere Attribute, dann brauchen wir logischerweise Intelligenz und
Erlernen von Fähigkeiten erforderlich. Gedächtnis hört sich nicht schlecht an. Gedächtnis und Intelligenz, das hört sich super an für meinen Caster-Char hier. So, jetzt darf ich hier drei Spells am Anfang wählen. Und zwar auf alle Fälle werde ich hier Inkarnation beschwören wählen, was wir vorhin gerade schon gesehen haben. Damit kann man eine Kreatur beschwören auf das Feld. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was... Aber kann mit Durchtränkungen gestärkt werden. Ich habe keine Ahnung, was eine Durchtränkung ist, aber okay. Aufgeblähte Leiche erwecken. Das hört sich fast ein bisschen Overkill an, weil ich glaube, zumindest im 1er war es so, dass ein Charakter maximal ein Minion gleichzeitig beschworen halten kann. Verwesung, Stichschaden durch Heilung und Tränke bekommt. Das hört sich eigentlich gar nicht mal schlecht an. Wenn die einen Heiltrank nehmen, sterben sie. Was hätten wir denn hier noch Schönes? Okay, das gefällt mir auf alle Fälle. Also ein Elementartotem zum Hinstellen. Und... Wisst ihr was, ich switch doch nochmal hier von Nekromant, weil es mir nichts bringt. Vielleicht auf Aerotrop. Was wären denn meine Luftspells, die ich kann? Ein Blitzspell ist eigentlich immer extremst stark. Also Blitz kann zum Beispiel, wenn du das auf eine Wasserfläche castest, die Gegner nochmal betäuben, was schon sehr interessant klingt. Oh, wollen wir das wirklich probieren? Schockierende Bewegung, elektrische Entladung. Oder Wasser. Wasser wäre auch noch cool. Beschwören in Kombination mit Wasser. Was hätten wir da noch für Möglichkeiten? Hagelschlag. Fallen vom Himmel erzeugen Eisflächen. Da können die Gegner ausrutschen. Eine Frostrüstung. Es regnen lassen. Damit kann ich auch Feuer löschen oder sowas. Und regenerieren. Okay, wisst ihr was? Hagelschlag hört sich super an. Okay. Dann... Name selbstverständlich Yukai, das ist ja keine Frage. Talente, dort haben wir jetzt auch wieder einige Möglichkeiten, also was man hier schon sieht. Das kann man auch mitten im Spiel, kann man dort auch noch einige nochmal dazu bekommen. Aber naja gut, das ist jetzt Kategorie, ich kenne das eigentlich schon, die meisten zumindest davon aus dem Einser, die sind alle ähnlich, wobei das zum Beispiel ist neu. Was dich nicht umbringt. Ich hätte immer gerne einen einzigen Tierfreund dabei, weil es gibt auch verschiedene Quests von Tieren und nur mit Tierfreund kann ich mit denen reden. Das ist zwar ein bisschen schlechter im Kampf, aber irgendwie, das passt auch ganz gut. Kennzeichen auswählen. Wo bin ich denn hergekommen? Das ist so ein bisschen meine eigene Geschichte. Was war ich denn? Ich war ein Gelehrter und Gesetzloser. Das passt natürlich toll ran, aber... Ein Dieb und davor ein Gelehrter. Doch, das ist eigentlich meine Geschichte. Erst war ich ein Gesetzloser und dann bin ich in die Ränge eines Gelehrten aufgestiegen mit meiner Straßenintelligenz. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, unser Hintergrundmusik-Dingens hier zu bestimmen. Also wenn man genau hinhört, hört man das Ambiente hier schon ganz leicht. Na, ein Cello ist mir fast zu beruhigend. Na, das Tambourin gefällt mir ganz gut hier. Okay, mein Charakter wurde somit erfolgreich erstellt. Drop of source magic. And like flies to honey, the monsters swarmed. The rabble panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead, I became part of their story. V
wunderschön animiert, die ganze Story von diesem Spiel. Also die Story ist ungefähr so ein bisschen so, dass es eine Art von Magiequelle gibt, die Source Magic in diesem Spiel. Und man hat gerade gesehen, dass damit böse Bestien angezogen werden. Deswegen werden Magiern hier diese Collar angezogen und mit denen können sie keine Magie mehr wirken. Das ist so die grobe Anfangsstory, von der ich noch weiß. Und ab jetzt weiß ich auch nichts mehr von diesem Spiel. Außer, dass ich gerade sehr ungemütlich hier hänge und anscheinend befreit wurde. Also, es war kein Traum. Und wir haben jetzt halt hier die Möglichkeit, wirklich alles zu klauen, mit allem zu interagieren. Wirklich, wir können so viel machen, wie wir hier wollen. Aber wir haben natürlich einen begrenzten Inventory Space. Und deswegen bin ich jetzt halt nicht davon so angetan, diesen grinsenden Schädel zu klauen. Aber ein kleiner Foliant, den kann man immer mal mitnehmen. Vielleicht bekommen wir irgendwelche interessanten Sachen. Und ein leeres Trankfläschchen kann man auch immer mal gebrauchen. Ein leeres Trankfläschchen für zum Beispiel Tränkebrauen später, die wir bestimmt brauchen. So, ein uraltes Buch, das darf ich jetzt nicht nehmen. Yes. Looks like that collar fits you snugly enough. Nice bit of work, even if I do say so myself. Ja, ja, sind wir eingebildet von uns selber. Ich mach mal ein klein bisschen lauter. Moment, das am Anfang werde ich jetzt halt hier ein bisschen nochmal anpassen, dass es auch ein bisschen lauter dann bis hierhin ist. Aber genau, rote Sachen wären Diebstahl und ich bin ja gerade hier neu und ich sollte mich jetzt nicht gleich mit jedem hier anlegen, aber... Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not a worry. Every dog has to get used to its leash. Alter, hast du mich gerade Hund genannt? In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest. And he's the chap in charge of the logs. Magister William, alles klar. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Und jetzt habe ich ein paar verschiedene Möglichkeiten, auf diese Person zu reagieren. Unter anderem auch durch meine Herkunft. Zum Beispiel, du ziehst vergebens an dem Ding und deinem Hals. Um zu erfahren, okay. Das ist mal wieder so ein bisschen so, deutsche Übersetzung geht hier öfters mal ein bisschen verloren, aber gut. Und ich verlange zu erfahren, warum mir ein Halsring verpasst wurde. Ich schaue mich misstrauisch um und überlege, in welchem verfluchten Kerker ich jetzt wieder bin. Oder ich murmel, dass die Form dieses Raumes nachzuschließen eine Fregatte der Lucian-Klasse ist. Warum bist du hier? Ja, dann fragen wir das mal. You have the gall to call my laboratory a dungeon? Oh, I'd be quite annoyed with you, if you didn't look so honestly perplexed. Du bist mir echt unsympathisch, Madame. Index fingers pressed to her lips. She pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. A new life awaits. And if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to source. For good. Warte, du willst die Quellmagie heilen? Also ich werde die ganzen Texte jetzt halt hier nicht vorlesen, weil im Endeffekt die Vertonung ist hier echt wunderbar in diesem Spiel. Aber die wollen mir meine ganze Magie klauen. Why, okay. For my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those source spells of yours? See what happens. Okay, das probieren wir gleich mal. Du erinnerst dich an eine große Macht, die sich in dir angeschaut hat und dir zu Gebot stand, bevor du gefangen genommen wurdest. Ja, probieren wir es doch mal. Magic surge inside you, boiling, bursting, then breaking, only to fade back into your soul like rain into the earth. Okay, also Source Magic kann ich wirklich nicht mehr ausüben. Look at the concentration on your face. All will, but no result. There you have it. See? The collar's function. It neuters you. Of sorts. Makes you unable to cast source. For your own peace of mind, of course. Yours and the whole world's. Okay, das hört sich auf alle Fälle schon mal hart an. Okay, viele, viele Leute sind hier. There's been a murder here. Oh Junge, das ist aber wirklich sowas von ein Mord hier gewesen. It seems as though there's a pattern in the blood flow. Soll ich mich da jetzt halt einmischen oder soll ich mich gleich weghalten? Das sind halt jetzt halt lauter Möglichkeiten. Ich könnte jetzt die Wachen hier befragen, was ich als nächstes tun soll. Ich könnte jetzt halt einfach weitergehen und nur der Story folgen. Ich meine, im Endeffekt hier gesagt, ich soll mich nur oben melden. Aber gleichzeitig interessiert es mich, was hier den umgebracht hat. Eine junge Magister steht pale und silent. Her knuckles whiten around her weapon as you pass. Okay. Behind the Magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. Oh, okay, das ist schön bildlich beschrieben. Autsch.
dich umblicken und schauen, was passiert ist. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time, or you'd be a suspect like the rest of them. Okay, ein Sorcerer hat ihn also umgebracht. Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. Hm, ob ich helfen kann? Aren't you enterprising? I'll let Waters tell you now herself. Go ahead. She with the body. Ja, gut, dann fragen wir halt mal Walters. Anscheinend, vielleicht dürfen wir ja helfen. Vielleicht dürfen wir Detektiv spielen. Burns me up, this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalken followed the source that did this. Okay, ein Lernwachter ist wahrscheinlich das, was wir am Anfang aus dieser Source Magic haben ausbrechen sehen. Sie informieren, dass sie nicht beschützt, sondern eingekerkert hat, fragen, warum sie dich so nah an einen Verbrechensschauplatz heranlässt. Sie müsste nämlich doch auch verdächtigen. Ich glaube, das lässt mich ein bisschen sympathischer wirken, würde ich behaupten. Weil ich meine, im Endeffekt, wir haben es gerade schon gehört, wir sind nicht verdächtiger, weil wir eben gerade K.O. waren, aber es macht mich sympathischer. Sie schaut dich mit einem mirthless Smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. Sehr beruhigend, dass doch mich hätte erwischen können. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Ob ich das kann? Die Achsen zucken und sagen, dass das auch möglich ist. Immerhin bin ich Quellmagier. Ihr sagen, dass es ein Trick ist, den du noch nicht recht gemeistert hast. Fragen, ob sie auch ihre Mitmagister abklopft. Das könnte durchaus einer von ihnen gewesen sein. Eigentlich, das ist zwar unsympathisch, aber ja. If a magister could do that, they wouldn't be a magister. Okay, die Magister dürfen also keine Source Magic anwenden. It looks more like a passenger managed to slip their collar. And the rest, well, you see the evidence in front of you. Ja, das sind wirklich nur noch Überreste. I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Ja, das ist logisch. Bring me a good lead and I'll throw in a shiny gold coin for you. Andererseits, ich kann doch nicht meine Freunde jetzt verraten, oder? Nicken und sagen, dass du sie es wissen lässt, wenn du etwas Interessantes erfährst? Sagen, dass du keine Petze bist? Lachen, glaubt sie wirklich, du wirst einem Magister helfen, der dich eingesperrt hat? Ihr sagen, dass dein Preis deutlich höher liegt. Ich spiel mal ihr Spiel Thanks. Mit. I just wanna catch whoever did this before they hurt anyone else. Oh, das ist jetzt halt moralisch schon fragwürdig. Ich kann doch schlecht meine eigenen Mitgefangenen hier jetzt halt schon verraten. Muss ich jetzt hier hin? Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich muss. Oh, ein Schlafsack. Oh, der ist Geld wert. Gleich mal klauen. So, hier sind ganz, ganz viele Leute. Oh mein Gott, sind hier viele Leute. Viele, viele kleine Kinder. Was haben wir hier? Eine Kiste. Ist da vielleicht was drin? Also man kann hier wirklich alles durchsuchen. Überall ist potenziell irgendwas drin. Ich kann mir sogar einen Eimer aufsetzen. Ich kann den Eimer auch nehmen und eine Wache zuwerfen. Ich kann wirklich hier sehr, sehr viel machen in diesem Spiel. Hier ist zum Beispiel ein bisschen Geld versteckt. Da ist noch ein Fass. Durchlooten wir das mal. Ein provisorischer Zauberstab. Oh, danke schön. Das ist besser als nichts. Ich meine, ich bin eh ein Beschwörer, das heißt, ich kann sowieso ein bisschen mit Magie umgehen. Was für eine Elementaraffinität hat das? Luftschaden, okay. Das heißt, dass ich Wasser und Luft kombinieren kann im Endeffekt. Okay, was haben wir denn hier noch? Wer bist du? Bist du dieser Bestie? Nee, das ist nicht der, bei dem ich mich melden soll. Hier ist verschlossen, okay. Fettiger Schlüssel, ein alter Schlüssel, was könnte er wohl aufstehen? Ist das vielleicht gleich der? Tja, der Schlüssel liegt einfach mal daneben. Oh, ein Tagebuch. Schnappen wir uns das doch mal. Eine Kartoffel. Ich glaube, ich nehme einfach das ganze Essenszeug hier mal mit. Ein Kochtopf. Na, okay, ein Kochtopf jetzt vielleicht nicht. Kleine Giftflasche. Wow, ist das viel Schaden. Wow. Das nehmen wir auf alle Fälle mal mit. Damit könnte man potenziell Schaden anrichten. Und ein bisschen was zu essen. Ich glaube, ich habe mir gerade Kartoffelbrei und so mitgenommen. Und Knoblauch, naja, wenn er schon da hängt. Ich glaube, wenn ich den esse, bekomme ich auch irgendwelche Buffs. Genau, am Anfang ist der Effekt mir natürlich unbekannt. Aber wenn ich ihn jetzt halt einmal esse, stinkend. Okay. Legt stinkend für 10 Runden lang fest. Stinkend ist aber ein richtig geiles Attribut eigentlich, weil dadurch, also es hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil davon ist jetzt halt, wenn ich gerade mit Gegnern kämpfen müsste, würden diese Gegner mich weniger gern angreifen. Andererseits, wenn ich jetzt mit irgendjemandem hier rede, ist der natürlich nicht so angetan davon und ist natürlich schlechter, gleich mal auf mich zu sprechen. Wie hier alles einfach mal verschlossen ist.
Okay, 5 Stunden bin ich noch stinkend. I'm busy watching for clues, Sorcerer. Go take. Ja, Junge, mecker mich nicht gleich so an, Junge. Ich hab doch nur hierher geschaut. Oh, ich hab's Licht ausgemacht. Oh mein Gott, alle meckern hier schon. Ja, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon und halte mich erstmal fern von euch. Will ich jetzt nach oben oder will ich jetzt erstmal mich hier umhören? Eigentlich will ich wissen, wer hier noch. Ja! Oh, jeder meckert hier wegen ein bisschen Knoblauch. QQ! Ich glaube, das sind so die interessanteren Charaktere. So, reden wir mal mit den beiden. Mit der Bestie. Sitzt totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. Okay, das hört sich an, als meditiert er. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. Listen up, boy. You hear that? Junge, ihm sagen, dass er sich zukünftig gut überlegen soll, dich wie ein Kind anzureden. Ihn fragen, was du denn hören sollst. Sein Anliegen zur Seite wischen und ihn fragen, was er den Mord an Bord weiß oder einfach gehen. Was höre ich denn überhaupt? The ship, of course. Ja, still sein und den Geräuschen dem Schiff lauschen. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates. The groaning of wood from floor to ceiling. The boom, crash and crackle of waves around you. Complaints from the sea itself. Okay, klingt entspannend. Das ihm sagen, dass das Schiff stöhnt wie ein Kranker, sagen, dass das Meer zornig klingt, als wollte es das Schiff zum Kentern bringen, feststellen, dass die anderen recht geschwätzig sind. Du kannst fast nichts außer ihren Geplapper hören. Ihm sagen, dass du nichts Ungewöhnliches hören kannst. Ich sag mal, das Meer klingt zornig. That is an anger. It's... He cocks his ear to the other side, then smiles. Anticipation. She senses something. I'd hold on to my breeches if I were you, mate. Ach, alles klar. That's all you hear, though. Listen close. Was soll ich denn noch hören? Die Augen schließen und versuchen... Okay, schauen wir mal. Just like that. Quietschen. His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back, the other catches you before you lose your footing. Okay. There. You heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Ah, this is good news, boy. Good news. In Fragen, warum er so aufgeregt ist, das war doch nur eine Ratte. Nicken, du hast es gehört, was kann das sein? Beschließen, ihn seiner Geräuschekulisse zu überlassen und gehen. Nee, jetzt will ich wissen, was es ist. The wheel, don't you see, you beautiful idiot? Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Lol, was für ein Genie. Burn my beard. That means, if we've been traveling for... Yes! Only 10.34 nautical miles to Fort Joy. Junge, fragen, warum er sich so auf die Freudenfeste freut. Du hast nicht Gutes über den Ort gehört? Ja, absolut nicht. But that ain't my final destination. Wie willst du ein anderes Ziel bitte haben, wenn du hier gefangen bist? The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. That'll be all. Thank you kindly, boy. Okay, wenn er an einem Fluchtplan arbeitet, bin ich auch he wirklich dabei. Stroking his beard, a beatific smile on his lips, and doesn't acknowledge you anymore. Wow! Okay, das war jetzt fies. Okay, dann, Gil, weißt You're du vielleicht was darüber? A divine order loyal. They killed a sorcerer, you know. They'll hide the evidence well enough, but make no mistake. Okay, der sagt, dass die Source Mages das waren. Na, das sieht mir jetzt nicht so danach aus. Wer bist du denn? Der rote Prinz. What have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? Okay. The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. Was bildest du dir ein, dass du bist? He grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. Ihn bei Laune halten, mal sehen, wo das hinführt. Durch zusammengebissene Zähne murmeln, fragen, was zur Hölle er tut. Frechheit seine Hand hat wegschlagen. Ich gehe mal den freundlichen I'm inspecting Weg. Your teeth. In case that wasn't spectacularly obvious. Und wieso? There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little ship like this. Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. Can you cook? Kann ich kochen? Nicken, ihm sagen, dass du in der Küche sozusagen zaubern kannst. Kochen ist dein Ding. Lachen und sagen, dass du kaum Spanferkel von Steckrüben unterscheiden kannst. Ihm sagen, dass du deine vermaledeite Frage nicht beantwortest. Ich kann kochen. Music to my beleaguered stomach.
On to the second question. Can you knit, weave? In short, stricken, weben, schneidern. Nee, echt nicht. Durch Einstellung in der Kleidung stecken und loben, wie sie in einem Sommer kühl halten. Yes, I can tell from your vagabond sheep. Alter, was bist du denn für ein Sack? Vermögt euch ein gepflegtes Äußeres zuzulegen und beizubehalten. Okay, wisst ihr was? Das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Der spricht hier zu hochnäsig. Du bist das Spielchen leid, ihm sagen, dass er verduften soll. Gracious me, what a bore. Off with you. Quite clearly, you wouldn't have done at all. Sure. Okay, ich glaube, ich habe zwar gerade seine Questreihe damit gebrochen oder kaputt gemacht, aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja voll ein eingebildeter Kerl. I spent my life singing for my slaves to bring me my supper. Finer fare than boiled roots and rotten tubers, too. Meanwhile, the magisters feast on honeyed meat behind this very wall. The indignity. Honigbraten hätte ich aber auch gern. Na gut, dann lasst uns mal noch nach oben schauen. Schließlich müssen wir hier auch mal ganz nach oben gehen. Hier geht es nämlich nach oben. Das sind, glaube ich, nur random Leute, mit denen ich später rede. Aber als erstes schauen wir jetzt mal, was oben an Bord los ist. Oh. Ich komme sowieso nicht hoch. Alles klar, dann müssen wir doch einfach mal hier durchgehen. Womöglich lassen die uns durch. Oh, das sieht aber nach leckerem Essen hier aus. Ja, wahrscheinlich sind die sauwütend, wenn ich da was klaue. Here to register, sir. Good, good. Magister Williams is just about done with the last passenger. Okay, Registrierung. Stimmt, darum ging sie die ganze Zeit. Alles in Ordnung soweit. Ihm sagen, dass mit dir alles in Ordnung ist. Sagen, dass du ein schon Schlimmeres erlebt hast. Frag, ob ihn das wirklich interessiert. Ihn fragen, ob alles mit ihm in Ordnung wäre, wenn er einen Halsring wie ein Hund anhätte und er mit einer Leiche und einem Mörder zusammen eingesperrt wäre. Ich will mich jetzt nicht bei dem beschweren, keine Ahnung, der ist mir... Bishop Alexander in charge, things will get a lot better from here on out. He's godwalking, you know. You head on in now, Williams will get you shorted fast. Ja, okay, William. Also mit dem will ich mich jetzt nicht anlegen. So, wer ist Williams von denen? Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her, as she's being interrogated by an officer. Okay. So you admit it then? You murdered that poor fella. Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her hands and feet. Okay, also die ist mir wirklich sehr suspekt. Die sieht aus wie die aus dem Intro. Also ich sag jetzt einfach mal ja und hol instant Magister Siwan. The officer says, but you had better hurry, because she reaches for her collar and simply removes it. What? I'm just about to create a scene. Oh. Subdue her, men, quickly! If she casts source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Man sieht leider nichts, weil ich gerade irgendwie in der komischen Kamera bin. Precisely. Oh mein Gott, geh. Könntest du bitte nicht mich jetzt töten? Wow! Junge, geht's noch? Wie wär's mit einem leichteren Zauber zum Anfang? Oh mein Gott, alles brennt. What's happened? Oh mein Gott, ist das... Das war jetzt richtig, richtig hart. Hier sind alle erstmal kurzzeitig betäubt, niedergeschlagen. Junge, was war das denn? Sollte ich die Leichen durchsuchen? Ich glaube, ich durchsuche mal die... Na, ich glaube nicht, dass man das noch Leichen nennt. Ich denke, das sind allerhöchstens noch Überreste. Was nehmen wir denn mit? Kürbissuppe hört sich gar nicht mal schlecht an. Ein Käsebrot und Schinken. Wir klauen erstmal das Essen. Klar, es ist jetzt halt erstmal Chaos hier und ich klaue erstmal Essen. Das ist jetzt irgendwie schon ein bisschen hart. Aber okay. Dann, was haben wir hier noch? Ich glaube, hier haben wir nichts Spannendes. Ein Kartenspiel. Ich glaube, wir sollten echt erstmal nach oben oder die Leute retten. Aber ich glaube, die kommen ganz zurecht. Beziehungsweise, ich überziehe eh schon volle Kanne. Ich hoffe, der erste Part von diesem Spiel hat euch schon mal gefallen. Ich weiß, das Spiel ist ein bisschen unterschiedlich zu dem, was es bis jetzt gegeben hat. Bei mir auf dem Kanal. Aber würde mich trotzdem freuen, wenn euch dieses Spiel denn gefällt. Es ist am Anfang ein bisschen langsam. Das ist einfach wie eine Geschichte, wie ein Buch, das man liest, das sich weiterentwickelt und weiterentwickelt. Deswegen gebt mir unbedingt mal ein bisschen Feedback dazu. Mich würde es interessieren, wie das bei euch ankommt.
Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Part davon wiedersehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für die Leute, die tatsächlich bis hierhin geschaut haben. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Part. Also dann, tschüss!